Instagram hat ja derzeit einen riesigen Hype. Wirklich überall liest du irgendwas davon. Und ihr habt mich gefragt, ob ich einfach mal Squid Game spielen kann. Und das mache ich heute, Freunde. Diese App war mega, mega schwer zu finden. Anscheinend gibt es sie nicht in jedem Store. Freunde, guckt auf jeden Fall mal nach, wenn ihr auch spielen wollt. Ich spiele heute Squid Game. Lasst ein Like und auch ein Abo. Dann mal gucken, wer wir kommen. Und jetzt viel Spaß. Freunde, ihr seht es, was ich sehe. Das ist einfach Squid Game. Und ich bin ganz gespannt, wie das ganze Ding hier heute aussehen wird. Ich würde sagen, komm. Red Light, Green Light. Für die, die das Spiel nicht kennen, okay, das ist jetzt das allererste Squid Game Spiel. Man darf sozusagen nur laufen, wenn die Puppe sich, wenn die Puppe dich nicht anguckt. Also wenn sie dich anguckt und du läufst immer noch und du bewegst dich, du musst halt auf die andere Seite kommen, dann war's das mit dir. Dann wirst du einfach mal so eiskalt niedergemetzelt, Freunde. Deswegen würde ich sagen, let's go! Okay, lauf! Oh Gott. Ah, ah. Nein! Oh Gott, ja! Oh Gott, da vorne wurde einer abgeballert. Und laufen. Oh Gott, okay. Man darf also halt immer nur beim roten Licht. Oh Gott, ich bin der Letzte. Noch 16 Sekunden. Man darf halt immer nur laufen beim. Oh nein, das war zu lang, oder? Was? Das war doch schon rot. Und ja, oh mein Gott, das erste Spiel schon mal geschafft. Okay, okay. Und da seht ihr auch, was gerade im Pot drin ist. Was? Wie viel ist das denn? Es sind einfach schon mal nur noch 200 Leute am Leben. Ich bin echt mega gespannt, ob wir es heute schaffen zu gewinnen, Freunde. Nur 200 Leute. Okay, komm. Ich würde sagen, ich quatsch gar nicht so lang. Was kommt hier als nächstes? Nächstes Spiel? Was ist das denn? Okay. Willst du spielen? Ja oder nein? Sollst du jetzt auswählen? Ich wähle mal nein. Oh. Okay, du brauchst immer noch Geld für deine Mutter, für die Arznei. Bist du dir sicher? Ja. Und jetzt? Oh, was ist denn jetzt los? Jetzt fahre ich hier irgendwo hin, das ist irgendwie noch ein Zusatz. LOL! Ach, das ist, glaube ich, das, da wirst du sozusagen abgeholt oder sowas. Guck mal, jetzt kann ich hier irgendwo hinfahren. Hier rum, okay. Hä? Ich glaube, jetzt muss ich zum Squid Game selber wieder hinfahren oder was? Warte, komm, das mache ich mal. Ich fahre mir hier ganz kurz um die Ecke. Oh mein Gott, okay, jetzt fahren wir noch um die Kurve und da steht einer. Wo will, oh Gott, den laden wir ein? Neuer Squid Game-Kandidat, glaube ich. Ja, okay, der will jetzt anscheinend auch mitspielen. Hä, was ist jetzt noch? Okay, wir sollen hier irgendwie draufdrücken, um schneller zu werden? Oder was ist das für ein Zeug? Okay, ist das irgendwie so ein Nitro-Boost? Das muss ich jetzt auch nicht verstehen, ne? Und, oh, lol, guck mal, wir sind direkt übel schnell. Okay, wir müssen jetzt wieder direkt zu dem Boot fahren, denn dort werden alle verladen, die beim Squid Game dran teilnehmen wollen. Anscheinend bin ich dann wirklich ausgeschieden eben, weil ich gesagt habe, ich will es nicht mehr spielen. Ich dachte eigentlich, wenn ich, jetzt wissen wir eigentlich auch, was passiert, wenn du auf den roten Knopf drückst, ne? Also eigentlich drückst du ja auf den grünen, aber jetzt wissen wir, was auf dem roten Knopf passiert. Was ist jetzt? Ein Sprint? Okay. Aber was? Was war denn das? Leute, ich kann die ab... Ich bin jetzt einfach ein Wärter! Ich bin einfach ein Wärter jetzt! Was? Jetzt warte mal, wenn du also den roten Knopf drückst, dann wirst du einfach zu einem Wärter oder was? Das kann ich jetzt... Guck mal, ich kann die hier killen. Hier, da hinten, weg mit dir. Tschüss. Okay. Nächster. Noch 2 Sekunden, das schaffen es schon wieder richtig viele nicht. Und... Bam, 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 bam. Und alle weg. Sehr gut. Alter, ich bin einfach gerade als Wärter. Freunde, das war dann original auch nur eine Runde als Wärter. Danach wurde ich einfach abgeknallt. Wir müssen hier als neue Kandidat wieder laufen. Ich sag's euch. Ich hoffe, diesmal schaffe ich alles. Oh Gott, ja, schnell laufen. Diesmal versuche ich das Squid Game wirklich bis zum Ende zu spielen. Und auch diesmal drücke ich nicht auf den roten Knopf, okay? Ich drücke diesmal auf den grünen. Oh Gott. Laufen, 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 laufen. Oh Gott. Stehen bleiben, laufen, laufen, laufen und ja, damit wieder erstes Squid Game überstanden, Freunde, ab geht's zum zweiten. So, jetzt sind wir hier wieder am Start, wir dürfen uns wieder entscheiden und diesmal spielen wir lieber mal weiter, denn wir wollen ja auch einiges an Geld bekommen, deswegen würde ich sagen, ja, es geht weiter, Freunde, Tag Nummer 2 und Spiel Nummer 2 ist am Start. Was ist denn jetzt los? Okay, wir müssen auf die Mormen klicken und, wie viele da drin sind, oder was? Ah, okay, wir sollen sagen, wie viele Mormen er in der Hand hat. Okay, ich sag einfach, so viele, ja, komm, wir machen einfach so viele. Hat er jetzt gleich so viele oder hat er ungleich viele? Okay, warte mal, ich sag, er hat auf jeden Fall ungleich viele. Ja, er hatte nur eine. Nein, ich glaube, jetzt wird er abgeknallt. Und ich hatte viel mehr. Ich muss sie also wieder auswählen, nächste Runde anscheinend. Anscheinend ist es Best of 3 oder so. Ich wähle wieder ein paar aus, sag so, ja. Oh mein Gott, ich habe wieder recht gehabt, oder was? Er hat nur eine Murmel gehabt? Okay, dann wähle ich nochmal aus. Oh Gott, komm, ich wähle einfach alle aus. Und? Hat er ungleich viele oder gleich viele? Ich sag ungleich viele. Ja, wieder richtig geraten, oder was? Ich habe alle 20 Murmeln eingesammelt. Ich glaube, die wurden jetzt immer... Nein, OP! Das war's mit ihm. Er wurde abgeknallt. Und ich habe einfach Tag 2 überstanden, oder was? Ich habe einfach Tag 2 überstanden, Freunde. Und jetzt kann ich mir aussuchen, was ich bei dem Keks gleich machen möchte. Und ich sage euch jetzt schon, ich will das Dreieck. Weil ich weiß, das ist ein bisschen das Leichteste. Oh Gott. Hier, für die Leute, die das Spiel nicht kennen, man muss hier sozusagen einen Keks ganz vorsichtig...
ganz vorsichtig ausstechen, sozusagen. Ich mache das echt mal ganz ruhig, damit wir nicht draufgehen. Weil wenn der Keks bricht, wenn der brechen... Ah, erste Seite können wir schon mal abmachen. Sehr schön. Wenn der Keks brechen sollte, dann werde ich erschossen. Oh Gott. Hier vorne, ich habe nur noch 9 Sekunden, sehe ich gerade. Oh, jetzt muss ich ein bisschen zusehen hier. Ja, komm, brech die nächste Seite ab. 5 Sekunden, das muss jetzt ein Sprint werden. Nein, das schaffe ich doch schon. Das schaffe ich nicht. Nein. Freunde, das war's mit mir. Ich bin einfach in einem Geschenkesack. Nein! Neue Runde, neues Glück, Freunde. Gar nicht lang quatschen. Ich habe eben, glaube ich, zu lange gebraucht für die Sachen. Ich muss hier halt die ganze Zeit immer wieder so erste Seite abbrechen. So, wir brauchen 10 Sekunden pro Kante. Ja, brich doch ab. Okay. Nächste, nächste, nächste. Schön durchziehen, durchziehen, durchziehen. Komm, direkt neu, weiter durchziehen, durchziehen, durchziehen. Oh, da haben wir gerade nochmal gut Zeit rausgeholt. Ja, sehr schön. Und die letzten 8 Sekunden. Komm, letzte. Nein, 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 nein. Ja, ja, die letzten 2 Sekunden. Ja! Komm schon, bitte erschieß mich nicht. Das muss gereicht haben. Ja, ich hab's überlebt. Oh mein Gott. Und guck mal, wie viel Geld da jetzt mittlerweile schon im Pott drin ist. Okay, das ist ziemlich krank. Aber immerhin geschafft. Tag Nummer 3 und damit auch Spiel Nummer 3 ist am Start. Und wir sollen hier die Faust drücken, um stärker zu werden. Okay. Für die Leute, die es auch das Spiel nicht kennen, das ist einfach Tauziehen. Und wir müssen jetzt... Okay, das sollte ich eigentlich easy gewinnen. Ich hab eigentlich... Oh Gott. Immer schön auf die grüne Faust drücken, nicht auf die rote. Weil wenn du auf die rote... Oh Gott. Schnell ziehen, ziehen. Weil wenn du auf die rote drückst, dann war's das mit dir. Grüne, grüne, grüne. Und... Hä, da ist der schon in der Luft da. Wieso fallen die nicht runter jetzt? Bam, ja! Wir haben alle... Nein, jetzt... Die hängen da noch und jetzt werden die abgeschnitten und alle draufgegangen. Freunde, auch Tauziehen haben wir überlebt. Okay, okay, also wir schlagen uns ziemlich gut. Ich brauch das Geld. Spiel und Tag Nummer 4 ist am Start, Freunde. Wir sind nur noch 87 Leute und es ist ich glaube, es ist Murmelstoßen. Ja, wir müssen Murmelstoßen. Und ich sag euch, es ist sozusagen das Wichtigste, immer wieder eine Murmel aus dem Spiel zu kicken. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dieser Murmel. Was? Ich habe nicht getroffen. Nein. Ich habe nicht getroffen. Und nochmal, komm. Nein. Oh mein Gott, ich kann... Das war's mit mir, Freunde. Ich sag's euch jetzt schon. Ich muss halt... Ich muss genau mit dem weißen Ding da ran machen, oder? Ja. Lol. Oh nein. Das... Nein! Neue Runde, neues Glück, Freunde. Und ich glaube, ich bin einfach nur lost, denn ich muss nicht die Murmeln wegkicken. So kenne ich es nämlich. Ich muss sie ins Loch reinwerfen. Das heißt, ich habe sozusagen... Oh, der Murmel, wir wurden wieder abgeknallt, weil er es nicht geschafft hat. Der hat anscheinend die ganze Zeit vorbeigeworfen. Und guck dir diese Summe an, die einfach im Pott drin ist. Das ist ja... Oh mein Gott, wie viel Geld soll das bitte sein? Spiel Nummer 5 ist am Start und es leben nur noch 37 Leute. Jetzt wird's interessant, Freunde. Was ist... lol, jetzt sehe ich Spiel nochmal aus der Sicht des Wärters. Okay, wieso auch immer. Ich kann die jetzt anscheinend abschießen, aber... Okay. Niemanden. Die sind alle gut stehen geblieben. Ich muss... anscheinend spiele ich ab und zu auch mal den Wärter, weil ich auch mal auf den roten Knopf gedrückt habe. Deswegen muss ich anscheinend nicht jedes Spiel spielen, oder was? Weil es gibt ja auch nur 6 Spiele, deswegen weiß ich gar nicht genau. Oh Gott, ich muss hier einfach meine... Das war's mit dir. Ciao. Sorry. Ich muss hier einfach meine Freunde abknallen, Freunde. Ich sag's, wie es ist. Hier, komm, nächstes Mal und... Ich sag, nee, das schaffen die. Bam, bam. Und tschüss. Nein, aber ich meine, es kann halt nur einer gewinnen. Es kann nur einer gewinnen. 37 Leute. Wir sollen eine Nummer auswählen. Ich sag, wir sind Nummer 4. Okay. Was bringt das, Nummer 4? Ich hoffe, dass das... Nummer 1 läuft. Muss ich entscheiden. Ob's... Okay, das Spiel funktioniert so. Es ist entweder rechts Glas oder irgendwo, Dings hier, Plexiglas. Und wir müssen uns sozusagen immer richtig entscheiden, was es ist. Okay, was sollten wir jetzt auswählen? Links oder rechts? Ich sag euch, guck mal, ich glaube, diese, die da hinten sind, ich glaube, die ein bisschen dunkler sind, sind Plexiglas. Deswegen würde ich sagen, als erstes rechts, jetzt natürlich links, links, rechts, rechts, rechts. Nein, ich hab's! Habe ich es gewonnen? Da war doch noch ein anderer. Kann sein, dass er gleich springt. Habe ich das Squid Game jetzt gerade gewonnen? Freunde, ich habe einfach nicht gewonnen. Es ist noch ein anderer am Leben. Das letzte Spiel entscheidet sich jetzt. Es sind einfach nur noch 2 Leute am Leben. Ne? Ich bin gespannt, wer hier... Oh Gott, was heißt das denn jetzt? Weiterspielen, ja oder nein? Für was soll ich wählen? Schreib's in die Kommentare. Ich sag jetzt fürs Erste erstmal ja. Denn ich will das Geld. Ich brauche das Geld. Oh Gott, ja, 2 Spieler. Okay, Freunde, wirklich, das war gerade nochmal meine letzte Chance, nein zu sagen. Aber... So ist es nicht. Ich muss spielen. Okay. Ich muss drücken, um zu springen. Auf einem Bein? Oh Gott. Komm, komm, komm. Hä, und hier? Nein. Muss ich einen Home Run machen oder was ist hier? Was muss das? Das Spiel kenne ich gar nicht. Klärt mich auf in den Kommentaren. Was ist das? Der will boxen! Und Drehkick! Der. Au! Mann, der.
Der zieht mir ja voll Leben ab. Und nochmal ein Drehkick. Und nein, er killt mich. Ja, ich hab ihn. Oh Gott. Und jetzt? Was ist jetzt? Jetzt laufe ich einen Homerun oder was? Lauf, 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 lauf. Und ja, ich hab das Squid Game gewonnen. Let's go. Let's go. Oh mein Gott. Du willst mir jetzt gerade sagen, ich habe 200 Trillionen gewonnen? Wie viel Geld ist das bitte? Wie viel Geld war da bitte in dem Pot? Freunde, ich habe einfach das Squid Game gewonnen. Ich habe das ganze Geld geholt. Wenn ihr wollt, dass wir in die Runde 2 gehen vom Squid Game, wo nochmal neue Kandidaten dabei sind und eventuell auch ein paar andere Spiele, dann lasst doch gerne ein Like und auch ein Abo da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Tut mir jetzt auf den Gefallen, checkt gerne eines von den anderen meinen Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Einen wunderschönen Tag. Bis dahin und ciao, ciao.